Einige Jahre später. Still no news regarding last night's massacre at the peaceful residence of Cerro Oscuro, where the body of Richard Felton, a well-known notary, was found burnt in his own home. The man who was legally registered as Jennifer Richard Dean Felton and was found completely drenched in kerosene. The body of 38-year-old Gloria Ashman was also found at the scene. She was his personal assistant and a former nun of the Cristo Morente convent. Her body was found mutilated after she was reported thrown out a courtyard-facing window, apparently following a heated argument. The neighbors claim to have spotted a distinctive woman lurking around the area, having parked a white van nearby. Okay, missing. February 8th, 1971. Celeste Felton, 13 years old. Beloved adopted daughter of Richard Felton and Ariana Gallo. You ran away from home, isn't that so? Why did you end up in this godforsaken place? Vermisstes Kind, Celeste Felton. Geliebte Adoptivtochter von... Okay, vermisst seit Donnerstag, 14. Oktober. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz. Geburtstag am 8. Februar 58. Weiblich weiß, 13 Jahre alt. Hellblond, blaue Augen. Zuletzt gesehen... Sie ein weißes Kleid. Zuletzt trug sie ein weißes Kleid mit Schleifen und weißen Schuhen. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden. Okay... Assigned by Flemington Institute to the Foster Home and Work Project at the Ashman Inn, 1973. Jennifer, just over 2 years older. Unknown parents? It's you, isn't it? Celeste Felton. Okay, Name Jennifer. Das ist doch auch die, wo wir gespielt haben, oder? Alter 15, das kommt auch hin. Details, am leichten Diebstahl beteiligt, keine festen Wohnsitz, zurückhaltender, rebellischer, einsamer Charakter, erinnert sich nicht oder will keine Details über ihre Eltern preisgeben. Sie scheint verwirrt, was ihre Gedanken angeht, nicht daran interessiert, mit anderen Mädchen im Alter oder mit Lehrern zu kommunizieren. Dennoch demonstriert sie eine besondere Begabung für musikalische Komposition und das Verständnis des Klaviers. Anvertraut genehmigt, Stefano Ashman, ledig Vermieter, 36 Jahre alt, beantragt das Sorgerecht. Sie wird als Haushälterin in das Ashman Inn, ehemals Rosso Gallo Farm, eingegliedert. Die Erfahrung könnte dem Mädchen helfen, Kenntnisse zu erwerben und Verantwortung zu übernehmen und sie auf eine eventuelle wieder ein... Jetzt wissen wir auch... Jetzt wissen wir auch, was die da gemacht hat. More like an old family friend. Please come in, Miss Reed. Come in! Don't be afraid. I don't bite. What is Reed? Hun? Uh-oh. Good evening, Mr. Ashman. You've certainly come a long way. You have gone from simple larceny and battery all the way to homicide and arson. Are you here to broaden your resume? Do you remember me? I'll never forget a face. Maybe because I don't have one anymore. Does it good us? I know exactly why you're here. The same exact reason why that son of a bitch Felton ended up like cooked meat. Whatever happened to Celeste Felton? I have here a dossier from the Flemington Girls Institute granting custody of 15-year-old girl Jennifer and certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the same person, aren't they? That girl was simply an orphan, a homeless nobody, and so I decided to take custody of her. And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner Felton by pure coincidence? I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? It was never about synthesizing a disease, because the disease never existed. And the moths?
They barely touched her. Just a bad dream. No, it wasn't a dream. I found you at the bottom of the stairs. You hit your head and lost a lot of blood. It was as if you were dead, Jim. Andrea went crazy. You must eat or drink something, young lady. She wanted to kill me. That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Drink up. I am sure of what I saw. Everything is all right now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Poor Slen. That man is dead, young lady. No, I saw him. He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman. That thing is no longer Professor Wyman. Andrea! That man is dead, and has been for a long time. He hung himself. You see, you were just dreaming. I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lynn, don't you? You believe me, right? She should get some rest now. Jen, if you need anything... I'm here for you. Oh Mann, ob sie das alles geträumt hat, ein paar Monate zuvor. Say goodbye, party first from my eye. If you leave me, sure you miss me. Ja, und damit herzlich willkommen zurück übrigens noch zu Remothered Broken Porcelain. Excuse me? Are you new? I suppose so. I love that song. Where are you from? Flemington Girls Institute. What did you do? What do you mean? If you get transferred here, it means you are a real problem. Listen... I'm not up for making conversation. Oh, well, I'm sorry, I guess. I was hoping we would get to know each other better. That's all. I'm into illegal organ and drug trafficking. In my spare time, I exchange sex for cigarettes. Nice. I was expecting more like controversial political activist, promoter of black slavery and preservation of the Aryan race. Only in my spare time. Very well, you're right. I'm a real handful. Now, if you will excuse me. The pleasure was all mine. He loses something in this. Oh, so viele Ladebildschirme. Das ist nicht gut. Okay. You have to wake up. I beg you, wake up. Shit, they drugged you. Listen, you have to leave. You have to get away from this place. This story again? Everything you said before, I believe you. Porcelain and everything else you saw. You heard Andrea. He hung himself years ago. It's him, isn't it? Professor Albert Elias Wyman. The same walking stick you were talking about. See? Okay, der Selbstmord von Professor A.E. Wyman. War er fingiert? Der Mann soll sich am 14. November erhängt haben, nachdem er beschuldigt worden war, an dem von Menschen beschuldeten Brand im Kloster Cristo Morente beteiligt gewesen zu sein. Professor Albert Wyman erhielt außerdem zahlreiche Drohungen, nachdem die Adoptivtochter von Richard Felton vermisst wurde. Richard Felton war allgemein bekannt für seine Beteiligung an der Phenoxylforschung und den Experimenten damit.
Diese Anlagen wurden jedoch später aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Wymans Familienmitglieder hielten sich nicht an die Standardverfahren und führten eine überstürzte Feuerbestattung und Beerdigung durch, was die Behörden daran hinderte, eine detaillierte Autopsie an der Leiche vorzunehmen. Trotz der Identifizierung durch den Gerichtsmediziner, Familienangehörige und seinen ehemaligen Geschäftspartner Stefano Ashman sind die Behörden unsicher, warum die Familie den Einäscherungs- und Bestattungsprozess beschleunigte, was den Verdacht aufkommen lässt, dass es sich um die Vertuschung von Spuren eines möglichen inszenierten Todes gehandelt haben könnte. Okay. It was all an act. There was no body, and if there had been, it wouldn't have been his. I don't understand. There's no time to explain. They know who you are. They know. Oha, okay, hat sich doch alles nicht geträumt. Krass. What are you talking about? Why didn't you ever say anything to me? I tried to warn you. Anything to me. I tried to warn you. I tried to get you to leave. But you never understood, for fuck's sake. Why? Who do they think I am? Celeste Felton. Me? No, I don't know. God, Lynn, I can't remember. They found you and they brought you here to use you. And now that they are sure of who they think you are, you have to run. Fucking hell, Lynn, just tell me! That drug. The disease. What does that have to do with me? Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Remothered Broken Porcelain. Ja, in der letzten Folge hatten wir es ja mit Motten-Uschi zu tun, die mir ganz schön auf die Eier ging. Da haben wir ganz schön lange gebraucht, bis wir dabei den Schlüssel von der Ollendama geschnappt haben und sie außer Gefecht setzen konnten. Your birth mother. She used loads of it. You got it from her. It's a part of you. Your organism hasn't shown any side effects. Your body lives in harmony with it. You can even control it. And they know it. Look me in the eyes, Jim. Look at me. You mustn't do anything or trust anyone. Is this the reason why we met? Have you been pretending to be my friend this whole time? No, Jen. It had nothing to do with this. I've always been honest with you. Lynn! Lynn! No, not again. When a mother moth perceives the presence of a possible threat to her throne, she does everything that she is capable of to maintain control over the others. Therefore, eliminating the threat. Alter, was geht jetzt ab? Irgendwie ist das Spiel noch ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl, weil die Synchronisation von den Lippen ist, glaube ich, nicht so mega geil. Okay, Ziel ist, finde Lynn, die ja vor uns weggerannt ist. Geh ins Büro, geh ans Telefon. Ja, super. Ah. Lynn! Lynn! Okay, da ist auf jeden Fall schon mal zu. So, schauen wir uns hier mal um. Hier gibt es ja wieder jede Menge zu finden. Müssen ja gucken, dass wir wieder ein paar Verteidigungsgegenstände finden. Können wir hier raus? Ne, wahrscheinlich auch zu. Wäre zu einfach. So, alles zu. Sage mal, hier kann man noch mal gucken. Oh ne, da kann man sich nur verstecken.
Okay. Hier vielleicht schon das Telefon? Die Tür ist da bestimmt auf. Ja. I was sure of it. I can hear it ringing behind the door. Fuck, it's locked. Oh, there has to be another way. Super. Alter, das Telefon nervt. Gibt's da einen Schlüssel vielleicht oder irgendwas? Hier vorne gab's doch einen Schlüssel. Warte mal, kann man da nicht... Warte mal, sammelbares Ziele. Wie kann man denn nochmal... Das muss doch die Tür hier sein. Okay, sammelbares. Haben wir keinen Schlüssel? Journal M. Das gibt's doch nicht. Riss die scheiß Tür auf. F-E-T. Die scheint nicht offen zu sein. Komisch. Die Tür da vorne? Oder komme ich hoch? Komme ich auch überall rein. Aber es macht ja keinen Sinn. Ich muss ja nach unten. Würde ich mir vorstellen. Sorry, ich muss ganz kurz mal nachschauen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier... Vollbild. Lass mir mal die Qualität hier ein bisschen einstellen. So, jetzt müsste es hoffentlich funktionieren. So, Steuerung. Gehirnhaltung, Rennen, Inventar ist I. Spezielle Interaktion. Ah, I ist Inventar, okay. Ja, da haben wir es doch schon. Jetzt muss es doch hier... Muss es doch weitergehen. Die Tür hier. I. Blinkung. Wir haben doch jetzt gerade... Geh ins Zimmer, Zahn, finde, geh auf den Balkon, geh ins Zimmer. Was haben wir jetzt alles gefunden? Der hat doch den Schlüssel aufgenommen. Ich muss ich hier nochmal irgendwas suchen. Achso, sie kann auch da drüber klettern, ja gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Ist hier irgendwas zum Interagieren?
Sage mal. Oh, ist das nervig. Auch zu, aber wir haben doch einen Schlüssel gefunden. Für was ist denn der verkackte Schlüssel? Hier ist auch alles zu. Naja, hier können wir rein, ja. Aber hier ist auch alles zu. Das gibt's doch nicht. Finde die Schlüssel für das Büro. Finde Lynn, geh ins Büro, geh ins Telefon. Sperre das Telefon der Lounge und benutze es. Dann kann man ja nur hoch eigentlich. Sonst echt keine Ahnung, wo ich noch hin soll. Hier ist auch zu. Hä? Hier ist das Fenster auf oder was? Nee. Sind hier noch einen anderen Weg nach unten? Das ist die Frage. Hier konnte man sich wieder verstecken. Noch rein, aber es hat ja auch nicht viel gebracht, hier ging es ja auch nicht weiter. Sind wir da durchgekommen? Ja. Gab es noch eine Tür? Aber auch zu. Das Cinematic Room, der bringt mir aber nicht viel. Ja. Damn, you can't make external calls, only to other hotel rooms. Nee, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Hier sind wir ja schon. Hier haben wir eigentlich soweit alles abgeklammt. Oder abgelaufen, besser gesagt. Es muss also unten irgendwo weitergehen. Glockenspiel. Die Frage ist nur, wo, ne? Hat einen Schlüssel. Ja. Kommt man auch nicht weiter. Und hier kann man nochmal gucken. Gibt's ja auch nichts. Noch ein Mottenschlüssel, sehr schön. Raus komme ich auch nicht. Noch ein Mottenschlüssel. Was gibt's hier? Gar nichts, wie es aussieht. Gut. Auch gut. Da ist auch zu gewesen. Gibt's hier noch irgendwas?
Nee. Also man kann hier rein. Frage ist nur, wie kann man den Schlüssel ausrüsten? Tutorial. Türen. Nutze. Taktion. Sind da noch eine andere Möglichkeit, irgendwie reinzukommen? Nee. Das ist jetzt die Frage, ne? Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen? Hier ist auf jeden Fall nur eine Tür. So, nee. Bin ich gerade überfragt? Okay, wir schauen uns jetzt hier noch mal kurz um. Wir müssen ja in Raum 211 gehen, da soll ja angeblich was sein. Beziehungsweise der Schlüssel eventuell. Ist das hier 211? Nee. Hier ist 211. Ah. Ashman, he's sleeping. I'll have to be as quiet as possible. Ah, super. Der pennt, er ist super. Wo soll der Schlüssel liegen? Lass mich raten, da vorne auf der Nacht. Auf dem Nacht. Nachtschränkler da hinten. Ah. Wahrscheinlich hier wieder lang. Und ich renne ja durch die Gegend wie so eine Verrückte. Super. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Was ich mir aber gut vorstellen kann, dass der Typ trotzdem noch aufwacht.
glaube, jetzt kommen wir da rein, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, sehr schön. Okay. Geh ans Telefon. Noch ein Mottenschlüssel. Ashmida. Hi, Stefano, it's me, Ariana. I know it was you earlier. I know it was you all those other times. I beg you, stop tormenting us. I beg you, please, stop. Yes, it's true, I did love you once. But so much time has passed, too much time. It couldn't work and it didn't. I am a married woman now, whether you like it or not, so get over it. And as for Richard, despite not having a choice, I stayed by his side when he endured all that shit that you put him through. Let us deal with our pain. Forget about us, forget about me. Some respect for us, a godforsaken couple who will never see their little girl ever again. I wish you could understand. Leave us be. Ariana? Richard? No, it can't be. It can't be them. It must be a coincidence, Jen. Was soll ich jetzt machen? Finde Lynn, entsperre das Telefon in der Lounge und benutze es. Schön. Hat mir jetzt sehr weitergeholfen. Noch ein Mottenschlüssel. Me. It feels like an eternity has passed since I ran away from home. Okay. Jesus. Oh. Wo ist denn jetzt hier ein Bild runtergefallen? Ah, hier. Entführung von Rosso Gallo und Partnerschaft mit Mitarbeitern von Phenoxyl. Mr. Ashman, please, lower that gun. I don't want to hurt you. It's not my intention. Why won't you let me go, then? I have no choice, Celeste. I am not Celeste! Quit the act! You're the only one who can stop it! Please, Mr. Ashman, I beg of you, let me go. You're exactly the same as your slutty mother. That disgusting bitch. Phenoxyl made her lose her mind. She had to get in the way. I loved Ariana. Why did she keep us apart? Mr. Ashman. She had to be shown who was the real man. Did she not learn her lesson when I fucked her? Alter. The fire extinguisher. Maybe I can use it to my advantage. Cool. Hands in the air. It worked. No, no, I almost had it. No.
Alter. Super. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen. Frage ist nur, wo soll ich hin? Ha ha ha. It works. Wie es funktioniert. Wie soll das denn funktionieren? Setze den Feuerlöscher gegen Ashman ein, alles klar. Ja, warum auch nicht? Aua! Hab ich's geschafft? Hä? Ich blick's grad nicht. Ich glaub nicht. Doch. The most fascinating creature on the planet. It can communicate with others of its kind, even from great distances. Imagine if we could create a bridge between the human mnemonic apparatus and the communicative system of those beings, with rapid impulses and synapses, a transmission of images without the use of senses. That would be telepathy, miss. But most insects need a leader to guide them. Take bees, for example. They have a queen to guide them. Very good. That's what the hypnosis was for. During the hypnosis, the metronome is only a tool. The ticking is interpreted as a gentle flapping of the wings. But the real queen bee, or should I say Mother Acherontia, was... Whoever was hypnotizing others. Bingo. And he would have had complete control over them. The Phenoxyl was able to fill in substantial memory gaps, formed by the removal of a particular event, such as traumas from one's memory. But why Celeste then? That damned mother of hers, who was making regular use of Phenoxyl during her pregnancy, managed to pass on to her an extraordinary gift. A special flower. Do you not understand, Reed? Celeste was born a queen bee. Hmm. Okay. Oh, die alte schon wieder, ey. Motten-Uschi ist wieder da, Leute. Klasse. Lady, did your mother tell you that you were born because I fucked her? Tick tock, tick tock, tick tock. It was never enough for that fucking whore. The hypnosis, the drugs, her daddy's money, and the company. No. She stole from me the woman I loved. And if that wasn't enough, she stained my family's name. And what about you? Wasn't fucking your sister enough for you? Don't you dare talk about Gloria that way! You're a fucking monster! Admit it! They kept her isolated, far away from anyone, just so that she couldn't spill all of your dirty family secrets! You don't know shit! And when it all started to resurface, you decided it was time to shut them up! Maybe by lighting it all up! Shut up! It's the most idiotic story I've ever heard. Did your dearest father tell you that in reality he was a woman? That he married the woman that I loved just to keep up the act?
that at just 10 years of age? His father stuffed him with meds? You weren't adopted! You best convince yourself that Felton is your biological mother! Give up! There's nothing you can do. Alter, was sind das für hässliche... You can do it, Jen. Oh, shit. I know you can hear me. You can do it. Concentrate. Release what you are holding inside of you. You are a Mother Acherontia. The moths are listening to you. What you have is not an illness. It's a gift. A gift. Use it. You can do it. Mottenkraft wird benutzt. Benutze Mitte Maustaste, um deine Mottenkraft zu aktivieren. Mit deiner Motte kannst du Feinde ablenken, um dich aus unangenehmen Situationen befreien. Okay, cool. Hallo? Kann ich die irgendwie steuern? Ah, okay. Sehr schön. Oh. Da läuft ja einer. Sir, they're coming from the cold room. I think the lights went out. They're coming. Sir, the girl. I can't find her. I just want to go home. Kiss my ass, dickhead. Ja, mach zu vielleicht noch. With this fucking door, you fucking crazy! Crazy! Oh, super. You're just like your mother, a filthy bitch! Ja. Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Schön. Oh, halt, ist der schnell. Leck mich am Arsch. Warum ist der so schnell? Habe ich irgendwas zum Zusammenbauen? Oh. That was close. I have to be careful from now on. Can't take it anymore. It's a nightmare. Das ist schön.
head. Not you too, Elisa. It's all you their too. Fault. What an Uschi, Sutter. Super. Weiß nicht, ob ich hier durchkomme. I'm only a victim in all of this. Hallo? Es ist schön, ich kann ja nichts nehmen. After the mess they made. Oh. How could they do this? How? Elisa is the chef. Gut, hier kann man speichern. Das ist schön. Machen wir das doch gleich. She's just a girl, like many others. She can't help us. Ich muss die versuchen irgendwie. I'm only a victim in all of this. Gut, wir haben ja gespeichert. I feel like I'm going crazy. Dear God, please help me. Hat ja super geklappt. Das hat ja super geklappt. Klasse. Was? Balkon? Alter! Cool, super. Ich liebe es. Oh. Schön. Wo soll ich denn hin, Mann? Scheiße, ich hab keinen Plan. Na Oma, jetzt blickt das nicht mehr, gell, wo ich bin. Jennifer, don't make me lose my patience. Na scheiße. Gut. Hä? Alter, ich blick gar nichts mehr. Cool. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Keine Ahnung. Ich glaub, das Spiel hat sich jetzt gerade aufgehangen. Oh, ich die ist sexy. Ich würde sagen, wir laden mal wieder. Weil irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie funktioniert es nicht ganz so, wie ich gerne hätte. Shit. There has to be a way to shut them up. Oh.
sind sie wieder da. Wie soll ich denn den Hund ablenken? Oh, Oma, bleib weg hier. Oh, cool. Alter, das Spiel ist so verbuggt. Mach dich doch vom Acker jetzt, du Hässliche. Bleibt jetzt da sitzen, oder was? Von mir aus. Willst du da sitzen bleiben? Hier komme ich nicht weiter. Doch, hier komme ich weiter. Wie ist denn halt die Toiletten? Das bringt mir doch auch nichts. Alter. Insektizid. Das ist jetzt meine Aufgabe. Flieh aus dem Restaurant. Kann der mich schon wieder sehen, Mann? Alter, ich hasse es. Fucking bitch. Alter Otter. Schön. Ist hier irgendwas? Mottenschlüssel. Oh, da brauche ich ja nicht rein.
Ich glaube, wir müssen den Hund vielleicht abwerfen. Oder? Könnte ich mir vorstellen. Weiß es nicht. Alter, wie können die euch ständig sehen, Mann? Ich verstehe es nicht. Ja, cool. Ah, ich muss halt den Controller ausstecken, der vibriert andauernd, Alter. Das geht mir voll auf die Eier. Das ist voll erschreckend. Wie soll ich denn hier eine Flasche herkriegen? Oder wo? Hier hinten noch irgendwas? Nö. Och, Alter. Es nervt. You're going to manage to run away with Lindsay? She is a part of us. I told you to stop. Hey, you knew it. Go back to where you came from. Hallo? Hallo, aufstehen. Ich sehe nichts. Super. Wie willst du das schaffen, Alter? Das ist ja fast unmöglich. Leckt mir am Arsch. Oh, was hier alles rumliegt, liegt eine Axt. Nimm sie doch einfach mit. Nein, sie macht's natürlich nicht. Warum auch? Sind es die Idioten? Könnt gerne wieder gehen. Jedes Mal. But did I trick myself into believing that she could be useful to us? I didn't do anything. I beg you. Ach man. I knew it. Ich kann mal den Hunter ja so erschrecken irgendwie, ich weiß es nicht. Ja gar nichts. Der scheiß Hund. Der Hund bringt mir gar nichts. Oh, hi. Oh, Alter. Oh, wie willst du das schaffen, Mann? Ohne Witz.
Das ist ja unmöglich, zu dritt gegen eine Person, Alter. Ist klar. Blöde, hässliche Bitch, Mann. Ich kann mal ihn mit dem Dings erschrecken. You've already seen who lurks inside the walls, haven't you? Do you? Keine Ahnung. Respect your elders. Fuck, I've been hurt. You shouldn't be here. I didn't do anything. I beg you. You can't run away. You can't. Super. Viel zu schwer. So that's where you are. Keine Ahnung, ob sie mich jetzt sehen. Naja, natürlich. Das kannst du vergessen, ey. Das kannst du so vergessen. Keine Ahnung, Leute. Wie ich das machen soll. Keine Ahnung. You've already seen who lurks inside the walls, haven't you? You don't want it to get mad at you, do you? Kommt jetzt hierher. Porcelain can hear us and see us. Stop right there. Ah, Mann, ey, ich hasse es, Alter, ohne Witz. Als wenn sie mich hier drin nicht sieht. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich blick's nicht. Kommt, halt euch doch. Ja, komm wieder in meine Richtung. Ich hasse es. Do you not understand that we are now family? Geht doch einfach irgendwo durch eine Tür. Und sucht, keine Ahnung, im Schlachtraum, von Toilette von mir aus. Aber nervt mich doch nicht. Muss irgendwie versuchen, diesen Hund abzulenken. Be quiet. Shut your mouth. Okay, das wollte ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber ja. Sehr schön.
Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass sie den abschlachten, aber... Naja, gut. Zumindest sind sie jetzt mal kurz weg. Hoffe ich. Doch sehr. Dann rennt doch wenigstens auch. Hab zwar keinen Plan wohin, aber wir rennen einfach mal, ne? What the fuck, wer ist das? Oh, schön. Sind's schon zu viert? Oder will die mir helfen? Ich weiß es nicht. Hä? Ja, bin ich wieder hier drin. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Hä? Hä? Was war das jetzt? Okay, stay with me. Don't leave me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Be a key somewhere. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? God damn it, I can't get to it. Can you manage to see a small key up there? Da oben, ja. Fuck, no! She heard me. Oh god, I have to hide. Jen, what do I do? Ja, geh doch da rein jetzt, hopp. Gut. Na jetzt? Hold on just a little longer. My head. I have to get to Elisa now. Schön. Wo sind die scheiß rote Nonne? War das eine gute Idee?
Tun wir zumindest mal speichern. Was schon mal sehr gut ist. Oh, hi. Schön. Vielleicht die Tour noch ein bisschen langsamer aufmachen, das wäre nicht schlecht. Und ich weiß zumindest, wo ich hin muss. Ich glaube hier lang, oder? Keine Ahnung, ich hoffe es. Nö, super. Kann's ja nur hier lang sein. Oh. Gut. Tell me, what the hell is going on? Who the fuck was that? You've heard of that fire at the convent, haven't you? Well, not all of them died. Gloria Ashman. Jennifer, you have to help us, I beg you. We are trapped in a hypnotic loop. As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back into a limbo. I don't understand. What can I possibly do? That thing lives down there. It has no effect on you. You can end the loop. There's much time left. Please. It's in my head. I can't get out of the loop. Alter. There's no effect on you. You can end the loop. Stop it. All of us, and we are part of the same thing. Oh, ich hoffe, dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger wird hier. Ich hoffe es. Ah. Die ist doch höchstens 14, 15 und raucht schon, alles klar. Where is that voice coming from? Na gut, Leute, ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge der Stimme folgen, wo wahrscheinlich da vorne ist beim Basketball spielen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Däumchen nach oben da. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und sagt ciao ciao. Bis zum nächsten Mal.